Hallo meine Lieben, ich begrüße euch jetzt zu unserem Seelenpartnerimpuls aus dem Tarot und zwar für den gesamten Monat Oktober. Ja, ihr habt richtig gehört, ich werde den Impuls für die Seelenpartnerschaften jetzt nur noch einmal im Monat machen. Das hat mehrere Gründe, aber der allerwichtigste, der jetzt für euch überhaupt eigentlich interessant ist, ist der, dass einfach ich festgestellt habe, dass die Energien, welche jetzt für die Seelenpartnerschaften wichtig sind, ja, sich einfach nicht alle 2 Wochen komplett ändern. Es gibt immer mal wieder Unterschiede, auch natürlich für die jeweiligen Gruppen, die sich jetzt in dem Reading wiederfinden. Das heißt, die Seelenpartnerprozesse, und ihr wisst es ja, sind so unterschiedlich. Ihr befindet euch in so unterschiedlichen Stadien, ja, dass es unmöglich ist, jetzt für jeden ein treffsicheres Reading zu machen. Deswegen bei diesen allgemeinen Legungen ist es wirklich so, wenn du hier zuschaust und merkst, für dich ist es jetzt nicht stimmig für dich und deine Situation, ja, dann schalt das Video aus, lass dich auch nicht verunsichern, ja. Du spürst ganz genau, wenn du mit den Botschaften in Resonanz gehst, ja. Wenn du nach ein paar Minuten dieses Gefühl hast, Mensch, die Uli, die erzählt ja fast meine Geschichte aktuell, ja, dann bist du hier genau richtig und dann möchte dir dieses Video auch eine Botschaft mitteilen, ja. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich nach den Seelenpartnerimpulsen immer unglaublich viele Nachrichten erhalte, wo Menschen fast vielleicht verunsichert sind, ja. Und ich denke, es genügt, einmal im Monat nachzufragen, wer jetzt wirklich in diesem Loslassprozess sich befindet, weiß sowieso, ja, dass Kontrolle, die wir hier ausüben, im Prinzip durch das Reading, ja, um zu gucken, wie geht's weiter, auch auf der anderen Seite, ja, auf der Seite des Gegenübers, man eigentlich wirklich nicht zu oft machen sollte. Ja, ich predige ja immer wieder, ihr sollt auf euch schauen und da kommt es mir irgendwie unpassend vor, zu oft nachzuschauen, was ist beim anderen los. Ich hoffe, ihr versteht das, ja, ihr wisst, ich bin ja immer grundehrlich, ich sage immer alles genauso, wie ich es empfinde, wie ich es auch intuitiv wahrnehme und ich habe das Gefühl, dass diese Readings wirklich einmal im Monat ausreichen, genauso auch wie das Zwischenzeit-Reading im Übrigen, das wird es auch nur noch einmal im Monat geben, weil diese Energien wirklich längerfristige Wirkungen auch haben sollen. Ja, gerade auch mit diesen Zwischenzeitimpulsen. Ihr sollt euch da im Prinzip länger damit beschäftigen als nur 2 Wochen. Und ich werde nach wie vor natürlich jetzt, ich beginne mit der Seinlasser- bzw. Loslasser-Seite und ich werde dann auch ein Reading für die Einlasser- bzw. Gefühlsklärer machen. Aber ich denke, es genügt wirklich hier einmal im Monat hinzuschauen, weil sich einfach so schnell nichts verändert. Ja, meine Lieben. So, das nur mal vorneweg. Ganz kurz, ihr wisst, die meisten kennen meinen Kanal inzwischen. Ja, nur ganz kurz, ich habe diese Legung bereits gemacht, dieses Reading. Das ist die Legeform angelehnt ans keltische Kreuz. Bisschen abgewandelt habe ich es, ja. Und die Karten fallen auf die Positionen, indem ich mich quasi auf jede Position konzentriere während des Missions. Und es wollten diesmal an 2 Stellen 2 Karten gleichzeitig fallen. Die habe ich auch genommen. Und hier auf der ersten Position haben wir sowieso im keltischen Kreuz immer 2 Karten. Eine Hauptkarte und eine Karte, die sich direkt auf diese Hauptenergie bezieht. Letzte Vorbemerkung, bevor ich dann auch loslege. Ich habe das Gefühl, ich werde diese Readings auch nicht mehr speziell für Dual- und Zwillingsseelen machen, sondern es betrifft eigentlich alle Formen von Seelenpartnerschaften. Ich habe dazu ein eigenes Video online gestellt, ja, das kannst du dir anschauen, wie ich, hier geht es jetzt nur um meine Meinung, meine Empfindung, meine Erfahrung auch, wie ich diese Seelenpartner-Begriffe, sage ich mal, definiere. Und ich möchte diese Readings in Zukunft wirklich für all diejenigen machen, die es hier mit einem Gegenüber zu tun haben, ja, wo man das Gefühl hat, man hat
bereits Erfahrungen aus anderen Leben mit in diese Inkarnation gebracht. Ja, die Definitionsmerkmale kannst du dir in dem anderen Video anhören, wie ich diese ganze Situation definiere, was für mich dabei wichtig ist. Aber ich möchte es eben nicht auf Zwillings- und Dualseelen beschränken, ja, sondern auch wenn du in einer karmischen Partnerschaft bist oder einen karmischen Wunschpartner hast oder Ex-Partner, ja, dann bist du hier richtig. Ja, und in dieser Gruppe bist du speziell für heute, für dieses Reading richtig, wenn sich etwas in der jüngsten Vergangenheit in deiner Seelenpartnerschaft nicht so entwickelt hast, wie du dir es vorgestellt hast, ja? Wenn du jetzt vollkommen glücklich bist, weil dein Gegenüber in letzter Zeit unglaublich liebevoll auf dich zugekommen ist, ja, und sich quasi deine Wünsche beginnen zu erfüllen, habe ich ja auch einige Nachrichten dazu erhalten, ja, wie viele Einlasser tatsächlich sehr, sehr liebevoll und in veränderter Art und Weise aufs Gegenüber zugekommen sind, dann ist das unter Umständen nicht das Reading für dich jetzt heute. Ja, sondern ich habe das Gefühl, das richtet sich vor allem an diejenigen unter euch, und da gab es auch viele, die in den letzten Tagen, vielleicht auch ein, zwei Wochen, enttäuscht wurden, ja, die verletzt wurden, die vielleicht auch nochmal Rückschritte gemacht haben in ihrem Loslassprozess. Also wenn du in diese Gruppe gehörst, dann bist du hier, denke ich, richtig. Wir schauen uns jetzt mal die Hauptenergie an. Als allererste Karte, als ich gefragt habe, was ist jetzt für die Loslasser wichtig, im Monat Oktober fiel das Gericht. Da kam gleich mal eine große Arcana-Karte, ja. Und ihr wisst, ich sage immer, es ist die Auferstehungskarte. Und ich habe dazu ganz deutlich wahrgenommen, es geht darum, dass du nicht mehr leiden magst. Viele Loslasser sind in den letzten paar Wochen wieder etwas zurückgefallen. Ja, die waren schon mal besser in ihrer Kraft durch diese vielen anstrengenden Energien im September, durch die vielen Portaltage, ja, wieder ein bisschen aus der Kraft gekippt, was auch mit Ereignissen zusammenhängen kann, die passiert sind in der jüngsten Vergangenheit, komme ich gleich dazu, ja. Und das Gericht sagt hier ganz klar, dir wird bewusst, dass du so nicht weitermachen willst und nicht weitermachen kannst. Der Page der Münze dazu ist mir sofort, als ich ihn gesehen habe, der reicht dir hier die Münze und sagt, was bist du dir wert? Eindeutige Botschaft hier von der geistigen Welt zur Hauptenergie. Erlöse dich aus einer leidvollen Situation. Du bist mehr wert als das. Mehr brauche ich dazu eigentlich nicht sagen. Ist alles gesagt in dem Satz. Ja, du wirst erkennen im Monat Oktober, und ich sage es euch gleich, der wird ebenfalls nochmal herausfordernd, ja, wenn nicht sogar herausfordernder als der September. Ja, du bist mehr wert, als in einer leidvollen Situation zu verharren. Und schaut mal hier, in der jüngsten Vergangenheit, ja, fielen die 5 Schwerter. Die 5 Schwerter ist die Karte, die eigentlich sagt, es ist ein Kampf, den du hier führst oder geführt hast, in dem es keinen Sieger gibt. Ich nehme zu der Karte ganz ausdrücklich wahr, dass sich irgendetwas, eine Situation mit deinem Gegenüber nicht so entwickelt hat, wie du dir das erhofft hast, und es hat dich sehr verletzt. Vielen Loslassern ging es jetzt so, ja, dass hier nochmal wirklich Dinge passiert sind, auch im Außen, die ganz klar deutlich gemacht haben, dass diese Verbindung aktuell nicht in eine physisch reale Beziehung gehen soll. Und auch wenn ich da immer wieder auf Kritik stoße, ihr kennt mich, das macht mir mittlerweile nichts mehr aus. Ich sage es euch immer wieder, eure Seelenpartner kommen nicht in erster Linie in euer Leben. Und da ist es gleich, ob es ein Karma-Partner oder die Dualseele ist, um mit euch eine glückliche Familie im reinen Endhaus mit schönen Grillfesten am Wochenende zu leben. Ja? Ich muss wirklich immer wieder daran erinnern, hauptsächlich begegnen uns die Seelenpartner, um uns in unserer seelischen Entwicklung, ja, weiterzubringen.
Deine Seele hat sich für diese Inkarnation vorgenommen, sich weiterzuentwickeln, zu lernen. Und dafür braucht es Erfahrungen und leider eben auch schmerzhafte Erfahrungen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass du mit deinem Seelenpartner oder deiner Seelenpartnerin in einer erfüllten Beziehung landest. Ja, überhaupt nicht. Aber ihr dürft euch nicht darauf versteifen, dass das so sein wird. Und das scheint hier jetzt vielen klar zu werden. Ja, also ganz klar ist hier, dass du diese Situation, in dieses Kämpfen und wieder verletzt werden und wieder zurückgewiesen werden und wieder auf den anderen zugehen, weil man vielleicht gedacht hat, jetzt tut sich was, ja, und dann kriegt man wieder das Brett, ja, diese Situationen gilt es zu verlassen. Und jetzt habe ich gefragt, was ist dir eventuell nicht bewusst, ja, und hier fiel eine tolle Karte, der Ritter der Kelche, hier kommt das Liebesangebot. Vielen von euch ist nicht bewusst, dass ihr irgendwann wieder einem Menschen begegnen werdet oder eben tatsächlich auch eurem Seelenpartner, der dann aber einen gefüllten Kelch für euch bereithält. Und viele Einlasser, Gefühlsklärer, ja, sind einfach aktuell nicht so weit. Die Loslasser haben sich unglaublich entwickelt innerhalb dieses Jahres 2017, ja. Aber man muss ganz klar sagen, das sagt mir auch die Erfahrung, ja, aus meinen Readings, aus den Nachrichten, aus den Anfragen, man muss ganz klar sagen, dass die meisten, die allermeisten Einlasser hier gewaltig hinterher hängen, ja. Die haben ihren Kelch noch nicht gefüllt. Und so sehr du dir vielleicht wünschst, mit deinem Gegenüber jetzt bereits eine real physische Beziehung zu leben, es hätte keinen Sinn. Denn wenn du an dir gearbeitet hast, ja, wenn du deine Selbstliebe, deine Selbstwertschätzung erhöht hast, ja, und hast jetzt aber dann wieder Kontakt mit deinem Seelenpartner oder deiner Seelenpartnerin, die jedoch immer noch in ihrem Schlamassel steckt, ja, die immer noch nicht den Weg des Herzens gehen kann, ja, die oder der vielleicht immer noch aus materiellen oder Vernunft- oder Verantwortungsgründen in Situationen verharrt, die aber eigentlich nicht dem Herzensweg entsprechen, dann würde das nicht funktionieren, ja, da ist die Resonanz einfach nicht mehr gegeben. Und deswegen sagt die geistige Welt dir ganz klar, dir ist nicht bewusst, dass hier jemand kommen muss, der seinen Kelch ebenfalls gefüllt hat. Du wirst wieder Liebe leben, aber eben eine andere Form von Beziehung, ja, mit jemandem auf Augenhöhe. Und wenn dein Seelenpartner seine Aufgaben annimmt und diesen Weg geht, dann ist auch die Beziehung mit ihm oder ihr möglich. Aber eben erst dann, wenn auch er oder sie den Kelch gefüllt hat. Und es ist aktuell eben leider bei vielen noch nicht der Fall oder es befindet sich gerade im Prozess dazu. Ja, und dazu passen wundervoll diese zwei Karten. Ich frage an der Position ja immer, wie siehst du das Ganze? Ja, was ist dir bewusst? Was ist gerade in deinem Bewusstsein? Und passender könnten die Karten nicht fallen. Hier haben wir die drei Schwerter. Ihr kennt die Karte, die steht einfach für Kummer und Verletzung, was natürlich jetzt hierher rührt. Ja, ganz klar aus verletzenden Situationen, aus Zurückweisung, Ablehnung. Aber trotzdem hältst du fest und hältst fest und hältst fest. Ja, die vier Münzen stehen für Klammern, für nicht loslassen wollen, für die Stagnation im Loslassprozess, trotz der Verletzungen. Trotz der Verletzungen, ja. Und ich weiß, dass du manchmal da sitzt und dich fragst, was muss eigentlich noch alles passieren? Wie oft muss ich noch zurückgewiesen werden? Wie oft muss ich noch schreiben und erhalte keine Antwort? Wie oft muss ich noch damit leben, dass er mich blockiert auf allen Medien? Ja? Und trotzdem fällt das Loslassen so schwer, aktuell vielen, sehr vielen. Ja. Also sehr passende Energie hier, wie du die ganze Situation siehst.
Und hier an der Stelle, ich musste das jetzt so auflegen wegen den vielen Karten, habe ich gefragt, was kommt von außen auf dich zu? Und da fiel eigentlich eine positive Karte mit den zwei Stäben. Du siehst hier diesen Mann, der die Welt in seinen Händen hat, ja, und eigentlich genau weiß, dass er ein Ufer, einen Platz, ja, an dem er sich hier befindet, verlassen muss, weil es hier für ihn kein Glück und keine Erfüllung gibt. Und zu der Karte nehme ich wahr, dass von außen vielleicht auch Chancen und Möglichkeiten auf dich zukommen, mal einen anderen Weg zu gehen, einen neuen Weg. Ja? Also ich nehme zu der Karte einfach wahr, dass du Gelegenheiten erhalten wirst, ja, um hier alte Pfade zu verlassen, um vielleicht auch wieder Mut zu entwickeln für deine eigene Zukunft, dass du mal wieder über den Tellerrand hinaus siehst, ja, so ist es mir vielleicht jetzt gerade noch passenderweise eingefallen. Die Fixierung von vielen Loslassern, gerade jetzt mit den anstrengenden Energien des September, war ja wirklich wieder ausschließlich auf den Seelenpartner, ja, und hier beginnst du Dinge zu sehen, die im Außen auf dich zukommen, ja, die dir vielleicht neuen Mut oder auch Motivation geben, dich ablenken auch ein Stück weit, ja. Ja, das ist ein sehr schöner Begriff, wie ich finde, mal über den Tellerrand hinaussehen, weg von der Fixierung aufs Gegenüber. Ja, hier der krasse Gegensatz, hier diese vier Münzen als Festhalten und Klammern und aber dann von außen vielleicht Impulse zu erhalten, wirklich in die Ferne zu blicken und zu sehen, es gibt noch ein Leben jenseits dieser Fixierung. Und dazu passen auch sehr schön diese beiden Karten. Hier frage ich ja nach deinen Hoffnungen oder Ängsten. Und da fielen auch zwei Karten gleichzeitig, die ich eindeutig in den Bereich der Hoffnungen zuordne. Mit dem Pagen der Stäbe und der Herrscherin sehe ich ganz klar, dass du hoffst, ja, wirklich jetzt auch bereit zu sein, weiterzugehen. Und zwar vollkommen in deiner Kraft. Im Grunde weißt du ganz genau, dass du mehr wert bist, als dich hier immer wieder zurückweisen zu lassen, als hier vielleicht zu warten und es passiert nichts. Und hier hoffst du einfach, dass für dich was passiert in deinem Leben, ja, dass du neue Dinge erfahren kannst. Der Page der Stäbe, der ist neugierig, der sagt dir auch, glaube an dich selbst. Stell dich wieder in den Mittelpunkt. Viele Loslasser sind so ein bisschen rausgerutscht aus der Energie. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ja, man hat sich wieder sehr aufs Gegenüber konzentriert und fokussiert. Ja, und hier hoffst du ganz einfach wieder zu dir zurückzufinden, in deine Mitte. Die Herrscherin hat Kontrolle über ihr Leben. Und nicht nur über ihr Leben im Außen, sondern eben auch über ihre Gedanken und Gefühle. Und du hoffst sehr, wieder in diesen Zustand zu kommen. Ja? Und hier oben fiel jetzt eine gewaltige Karte. Hier habe ich ja dann für den Ausblick in Richtung November gefragt, also Ende des Monats Oktober, welche Energie steht uns zur Verfügung. Und da fiel mit dem Rad des Schicksals natürlich eine ganz gewaltige Karte. Und ich möchte sie gleich in Verbindung mit dem Rad der geistigen Welt bringen, weil es dann einfach mehr Sinn macht. Zum Schluss frage ich ja immer noch die geistige Welt, was rät sie euch jetzt in dem Sinn? Und da fielen die 10 Schwerter. Die 10 Schwerter schauen natürlich erstmal gruselig aus, ja, aber in Verbindung mit dem Rad des Schicksals nehme ich hier ganz stark wahr, dass ein Zyklus zwischen dir und deinem Seelenpartner zu Ende geht. Das bedeutet nicht, dass alles zu Ende ist, was jemals zwischen euch war, weil ihr wisst, gerade wenn es sich um die Dual- oder die Zwillingsseele handelt, dass diese Verbindung niemals wirklich zu Ende gehen kann. Aber, ganz wichtig, dieser Zyklus, den ihr jetzt erlebt habt in den letzten Wochen und Monaten, vielleicht von immer wieder Annäherung, Rückzug, aufeinander zugehen, zurückgewiesen werden, ja, dieser Zyklus scheint
jetzt zu Ende zu gehen. Und es passt sehr schön zu den globalen Energien jetzt im September und Oktober. Ja, wenn ihr auch andere vielleicht Berichte drüber liest im Internet oder auch YouTube-Videos dazu anschaut, ja, das stimmt alles sehr überein, dass gerade jetzt der Oktober wirklich für viele ein kompletter Neubeginn ist, dass hier einfach altes Karma sich erlöst hat. Und die geistige Welt sagt hier ganz klar, dieses Ende, ja, dieses Zykluses braucht es. Hier muss einfach mal ein Schlussstrich gezogen werden, ein Tabula rasa, ein Schachmatt, ja, damit überhaupt etwas Neues entstehen kann. Ja, entweder für dich und dein Leben selbst oder auch in der Verbindung zu deinem Gegenüber. Eben in einer anderen Art und Weise, ja, aufeinander zugehen. Also diese Karte, so schlimm sie aussieht, ja, sagt sie doch, dass diese Phase oder dieses Ende notwendig ist, ja, und dass es auch nicht schlimmer werden kann. Dazu passt ja auch gut hier das Gericht, die Erlösung vom Leid. Es kann nicht schlimmer werden. Du kannst nur gewinnen, wenn du hier zurückkommst in deine Kraft. Wenn du hier über den Tellerrand blickst und dein Leben wieder aus einer anderen Perspektive betrachtest, ohne den Fokus permanent auf diesen Kampf zu richten, auf dieses er oder sie muss doch, er oder sie muss doch, ja. Und hierzu passt, deswegen zeige ich es euch gleich wundervoll, die Karte an der Unterseite des Decks. Schaut mal, da liegt der Teufel, ja. Und den Teufel nehme ich hier ganz klar als dein Ego wahr, ja. Es geht bei vielen Loslassern in dieser Zeit darum zu erkennen, was möchte meine Seele und was bestimmt mein Ego. Wenn du dir mal ganz, ganz ehrlich in einer ruhigen Minute Gedanken darüber machst, ja, aus welchem Grund du dir wünschst, dass dein Gegenüber wieder auf dich zukommt, dann kommt bei sehr vielen, und es ist so, auch wenn du es jetzt vielleicht dir selbst gegenüber gar nicht zugibst, ja, hör einfach mal in dich rein. Bei vielen der Punkt, an dem es heißt, ja, ich muss ihm doch so viel wert sein, dass er um mich kämpft oder ihr. Ich muss ihr doch so viel wert sein, dass sie ihre Familie verlässt, wo sie ihren Mann oder er seine Frau doch sowieso nicht mehr liebt. Das kann doch nicht sein, dass er oder sie jemand anderen vorzieht. Wenn du dich bei solchen Gedanken ertappst, und es werden jetzt viele, auch wenn man sich's vielleicht nicht eingesteht, ja, dann ist es dein Ego. Dein Ego, das in dir sitzt und schreit, bin ich etwa nicht gut genug? Bin ich es etwa nicht wert, dass er oder sie um mich kämpft? Kann er oder sie mich einfach so links liegen lassen, so vergessen, so austauschen? Das ist das Ego, ja, meine Lieben. Und hier muss was zu Ende gehen. Ja, hier muss was sterben. Es geht hier nicht mehr um emotionale Abhängigkeiten, ja, und jemanden anderen an sich binden, ja, darum geht es nicht mehr, sondern es geht hier in einem komplett neuen Zyklus darum, wirklich darauf zu gucken, dass man selber seinen Kelch füllt und dann, wenn man das getan hat und sich selbst hier in der Energie der Herrscherin wertschätzt, selbst mit sich erfüllt und im Reinen ist, dass man dann aus einer ganz anderen Energie heraus, ja, an das Gegenüber denkt. Nicht mehr aus der Energie des Egos und des Kampfes, er oder sie muss doch, das kann doch nicht sein, das gibt es doch nicht. Und wenn ich schreibe, was fällt ihm ihr ein, nicht zu antworten, wieso ignoriert er sie mich, wieso blockiert er sie mich, ja, sondern man kommt dann aus dieser Energie, dass man sagt, ich lasse den anderen sein, da und so, wie er ist. Unsere Verbindung ist göttlich, die Seelen sind miteinander verbunden, ja, es wird sich auch niemals ändern, aber ich habe weder das Recht dazu, noch tut es mir gut, etwas erzwingen zu wollen, ja, das einfach momentan nicht für mich vorgesehen ist. Und für den anderen im Übrigen auch. Genauso wie du deine Aufgaben hast, ja, um deinen Kelch zu füllen,
hat es ja dein Gegenüber auch. Heftig, meine Lieben, wie ich finde, war ganz deutliche Ansage von der geistigen Welt für diesen Oktober. Jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Reaktionen. Bitte bombardiert mich nicht mit Beschuldigungen, dass ich das jetzt nur noch einmal im Monat mache. Aber ich habe einfach das Gefühl, diese Energien, ja, da kann man nicht sagen, die sind für 2 Wochen da. Das sind Energien, mit denen kann man länger arbeiten. Die kann man sich länger zunutze machen. Ja. Ja. Ich freue mich natürlich über eure Likes, ich freue mich über eure Kommentare. Besucht mich auch gerne auf Facebook. Ich habe jetzt erst letzte Woche oder jetzt, wann habe ich es denn gemacht? Diese Woche erst einen Post gemacht, genau zu dem Thema, speziell zur Dualseele, ja, warum du dich selbst ablehnst, wenn du deine Dualseele ablehnst, ja, also warum jeder Kampf mit deinem Seelenpartner letztendlich ein Kampf gegen dich selber ist. Wenn du also mal meine Facebook-Seite besuchst, da findest du noch sehr viel mehr zu dem Thema. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und sage liebe Grüße an euch alle. Danke fürs Zusehen, eure Uli. Tschüss!